Fehler gemacht. Aber wir gucken mal, ob wir Watson vielleicht da rausschicken können und er da mit einem Hebel vielleicht dem... Ja, Tatsache. Dann können wir jetzt Sherlock hier rausholen. Moment, was? Okay, Watson, da muss noch ein anderer Hebel sein. Ah, genau, auf der anderen Seite ist einer. Wenn damit jetzt das Tor nicht aufgeht, dann weiß ich nicht weiter. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, wa? So, dann können wir die Katakomben verlassen. Wir haben die Mordwaffe. Wie auch immer die da weggekommen ist. Salz und Eis, Champagner, seltsame Wunden. Goldener Dolch, seltsame Wunden, nein. Goldener Dolch, Champagner, nein. Goldener Dolch, damit auch nicht. Aber die gestohlene Notiz. Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung, ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Feindgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz alleine einstreichen können. Pitkins Sorgen. Obwohl Pitkin der Inhaber der Therme ist, hätte er sie verloren, denn diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wäre die Therme zu einer permanenten Ausgrabungsstätte geworden. Sie hätte Pitkin seine kommerziellen Ziele nicht erfüllen können. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Das stimmt so nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Das stimmt nicht. Passt alles hier nicht zusammen. Ich will es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Seltsame Hunde, das passt auch nicht zusammen. Es fehlt noch so viel. Es fehlt viel zu viel. Und Sherlock will das schon zu einem Ende bringen. Mein Gott. Der Mann weiß, wovon er spricht. Okay, erstmal das Metall. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Was? Moment, was? Ach so, kann ich drehen. Der musste so gedreht werden, glaube ich. Oder nee. Der Boden von dem Ding. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. I will count this piece as a starting point. Okay, das ist unser starting point. Das heißt, dieses Teil muss gedreht werden. Ich will nicht alle drehen, ich will nur das eine drehen. Irgendwie blicke ich noch nicht so ganz durch. Möchte das hier? Ist doch bescheuert, ist das?
Ich kann das einzelne Stück nicht drehen. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das dahin kommt, ja? Ach, ich kann die auch austauschen. Ach du Kacke, jetzt. Oh nee, da habe ich gerade echt keinen Nerv drauf, das so. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. And it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet. Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Okay, eine Nachbildung vom goldenen Dolch machen wir jetzt. Also ist das vielleicht ein Fake, was wir da haben? Oder ist das der echte goldene Dolch? Now let us see what we have here. Tatsache, das ist der Dolch, den wir haben. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Moment, wo haben wir den Stein nochmal gefunden? Stimmt, bei der Ausgrabungsstätte. Seltsame Wunden, Girls. Ne, Moment, nicht Medikamente, ich wollte die Gussform haben. Die Gussform wurde. Mit der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt. Und ich vermute, sie wurde aus Silber hergestellt. Mögliche Silberwaffe. Versuchen Sie mit dem gefundenen Material einen silbernen Dolch herzustellen. Das habe ich ja von Anfang an schon gesagt. Also. Das Silberexperiment. Let us try to create an object from silver by using the mold. Okay, also erstmal nehmen wir das Silber und schmeißen das hier rein. Dann machen wir den Gasbrenner an. With my gas burner. Done. Now I can proceed further. Jetzt in die Gussform gießen und schauen, was passiert. I should wait for it to cool down. Wie wäre es mit dem Bunsenbrenner ausmachen? Now I can proceed further. Gussform öffnen. Und da ist unsere Tatwaffe. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Dann haben wir noch die Fotografie. Und das nächste Puzzle. Das passt da nicht hin. Das passt da auch nicht hin. Das muss aber zusammenpassen. Mehr oder weniger. Dann das Stückchen muss hier irgendwo hin. Das muss dazwischen. Da muss das hin. Das passt nicht mehr. Im Moment, da fehlt noch ein Stück. Das kommt da dran. Da dran. Das können wir hier ranpassen. Unten noch ein Stückchen. Das da oben hin. Das kommt genau in die Mitte rein. Und das kommt dahin. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Was haben wir denn? Was sehen wir denn da? Ein alter Mann und ein junger. Da oben steht noch was. Eiscreme in der Wüste. Wir stehen in der Schuld der Römer, denen wir die Technik dafür verdanken.
Also das muss... Warte mal, der eine ist wahrscheinlich der... Warte mal, der sieht aus wie der Thermenbesitzer. Wenn ich mich nicht täusche. Salz und Champagner. Sir Rodney. Ach, das ist Sir Rodney. Another archaeologist, most probably. Ice. Ja, Eis Salt. Und Salz. Ice cream. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream. Wer ist der andere Archäologe? We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Ich muss noch zwei Sachen erfragen, aber wir können ja schon mal weitermachen. Salz und Eis und das Negativ. Jemand experimentiert mit der römischen Methode, Eis zu erzeugen. Gegossene Waffe. Versuchen Sie mit dem gefundenen Material einen Dolch aus Eis herzustellen. Oh. Interesting. Das könnte natürlich auch. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Natürlich. Jetzt ergibt das langsam Sinn. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Oh, jetzt habe ich nie aufgepasst. I think that ice should be added first. A block of ice. I have only to use my ice pick. Ich glaube, ich muss auf minus 20 runter, ne? Holmes, look. The temperature is reducing. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius. To fully freeze the water inside the mold. Ah, wir müssen auf minus 20 Grad. Brauch mehr Eis. Aber anscheinend hilft uns das nicht so richtig. Okay, ich glaube, ich habe es verkackt, deswegen werde ich das mal kurz zurücksetzen. Und nochmal von vorne anfangen. So, Wasser in die Gussform. Nein, ich will es nicht überspringen. Okay, ich glaube, ich muss erst das Eis und dann immer Salz. Ja, 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 ist gut. Erst das Eis hinzufügen. Und dann Salz. Eis? Ja, das habe ich kapiert. So. Mehr Eis, mehr Salz. So, Eispickel. Mehr Eis zerschlagen. Eis hinzukippen. Und noch mehr Salz. So, nochmal ein Eispickel. Dann können wir auch gleich das letzte Salz auch noch hinzupappen. Müsste eigentlich reichen. Es reicht nicht. It's empty. We cannot be making it correctly. Let us try again. Okay. Aber es war knapp. Also. Wasser. Gießen. Nicht überspringen. Ach, ich will die Animation überspringen. So, erstmal picken wir. Packen es rein. Temperature.
So, dann warten wir darauf, dass das Eis aufhört zu wirken. Und das war zu früh. Jetzt. So, ich hätte schon beinahe schon wieder zu früh gepickt. So. Diesmal funktioniert's. Den Eispickel nehmen. Jetzt zerschlagen, reinkippen. Und natürlich das Salz aufheben. Ich hoffe, es reicht. Na komm, na komm, na komm. Jawohl. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Okay. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Ja, die Idee ist gut. Aber. Ah, Moment. Das ergibt natürlich Sinn. Der Täter versteckt die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelzen zurückgelassen, sorgt damit für die Verflüssigung des Blutes. Dann ist Pitkin. Was? Er tötete Sir Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römische Therme. Nee, der war's nicht. Der war's nicht. Das ist noch nicht richtig. Und ich muss noch. Ich habe noch zwei Sachen, die ich erfragen muss. Nämlich das Buch und das geschmolzene Metall. Aber wo? Ich würde mal sagen Scotland Yard. Ich muss nochmal die. Ich frage nochmal die ganzen Verdächtigen. Denn wir haben auch noch hier offene Stellen. Silberdolch im Kohlebecken. Natürlich auch noch offen. Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, erklärte Spuren. Machen wir mal die Methode, dann wäre die Mordwaffe nämlich ein Silberdolch. Und dann wäre immer noch Pitkin der Mörder. Okay, alles weist auf den Pitkin hin. Ja, wobei, wir sind noch nicht ganz fertig. Da kommt noch was. Da kommt auf jeden Fall noch was. Ich glaube, wir müssen sogar anfangen mit dem Pitkin. Denn er ist ja momentan hauptverdächtig. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Ha, dann kommt der Blinkhorn. Okay, was weißt du denn über Mithras? What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes. The golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated.
Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped that... Oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Ich glaube, das Silber hat der da reingepackt. Der, den ich gerade nicht anvisieren kann, der da hinten. Und das Eis ist die Mordwaffe. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Sag ich ja. Garrows Verhalten und Medikamente. Also, Garrows Krankheit. Garrow leidet unter seiner extremen Fixierung auf den Mythrasflug. Zwar so sehr, dass ihn ohne seine Obsession den Wahnsinn getrieben hat. Ne, dass ihn seine Obsession in was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird. Garrow leidet an Melancholie. Er ist ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzinationen und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das kann nicht sein. Alles weist auf den Pitkin hin, aber das stimmt irgendwie nicht. Alter, ich weiß es nicht. Mein Gott, ich weiß es doch nicht. Pitkin Silberdolch. Wir haben wirklich alles entdeckt. Im Moment, der Silberdolch war es ja nicht. Der Silberdolch war es nicht. Es war die Eiswaffe. Ich möchte mal die Alternative sehen. Blinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Dann wäre es Blinkhorn gewesen. Oder Garrows Krankheit. Und Blinkhorns Interesse. Garrows Leiden wurde zu stark. Nach Sir Rodneys großer Entdeckung verfiel er in Angst vor dem Mythrasfluch und entwickelt daher eine extreme Paranoia. Das kann ich mir viel eher vorstellen als alles andere. Das stimmt aber nicht. Verdammt nochmal, das weiß ich, das stimmt nicht. Also kann das hier nicht stimmen. Und das Spiel sagt mir schon wieder, dann muss es Pitkin gewesen sein. Oh Mann.
Haha. Ich glaube, das stimmt am ehesten. Und zwar keine Gnade. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Das ist verdammt schwer. Bin sehr gespannt. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I'm afraid wahrscheinlich sehr falsch. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Fuck! Ich wusste, dass es falsch war, aber wer? Oh, leck mich doch am Arsch. Dann war es der Verrückte. Dann war es der Verrückte mit dem Silberdolch. Weil der Butler war es auf keinen Fall. Okay. Das Wasser war nur Wasser. Der Silberdolch ist die Waffe. Geros Schwäche. Nein, Picken war es auch nicht mit dem Silberdolch. Dann muss der gewesen sein. Das muss gewesen sein. Nein, Blinkhorn war es nicht. Moment. Es war nicht Geros Schwäche, sondern Geros Krankheit. Oder? Meine Fresse. Moment. Das. Moment. Eins will ich nochmal. Nee. Moment. Wir haben doch. Die Gussform haben wir doch bei dem Typen gefunden. Aber er war es dann nicht mit einem Silberdolch, sondern mit einem Wasserdolch. Okay, give it a try. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich keine Ahnung mehr habe. Für mich könnten es immer noch alle drei sein. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How... I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... Oh. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Na komm, war's richtig? Ja! Es war richtig! Es war richtig! Jawoll, ja! Entscheidung bestätigen! Oh, Gott sei Dank! Wobei ich den wirklich am wenigsten für den Täter gehalten hätte.
Dem ersten hätte ich's zugetraut wegen dem Brief, den wir an den Lord irgendwas gefunden haben. Dem Verrückten hätte ich's zugetraut, weil er verrückt ist. Aber dem nie im Leben. Oh Gott. Das war der dritte Fall von Sherlock Holmes Crimes and Punishment, das Blutbad. Und dann sehen wir uns im nächsten Fall wieder. Bis dahin. Macht's gut.